Ja, frohe Weihnachten und ja, euch alles Gute und natürlich sind es noch ein paar Stunden bis zur Bescherung und deswegen nutzen wir die Zeit, um hier noch die 886 Meter für die heutige Daily Extreme Challenge zu machen. Es geht in den Abgrund oder ja, endloser Abgrund mal wieder runter und ja, ihr kennt es ja langsam auch bei mir hier. Ich habe mir jetzt diese Technik hier mit dem immer so seitenweise runterspringen angewöhnt ein bisschen. Und heute ist es eigentlich recht leicht, gerade in den Goldbereich reinzukommen. Und ja, war eigentlich auch jetzt kein großartiges Problem, jetzt hier in die Top 10 reinzugelangen. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, heute noch halt eben die Daily Challenge zu machen, dann probiert sie einfach auch nochmal aus. Jetzt aber hier zu den Kleinigkeiten, was hier kommt. Es kommen sehr, sehr viele Quetscher wieder mal. Auch gerade hier diese Sprünge zur Seite sind jetzt ein paar Mal und sehr, sehr viele Windräder. Also ich habe mich wirklich gewundert, wie viele da davon kommen. Aber es ist kein großes Problem. Gerade hier diese Seitenwinde sind natürlich hier auch unschön. Hier schon wieder das nächste Rad. Aber dafür sind wir schon hier bei der 500 Meter Pause. Jetzt hier nochmal Seitenwind wieder auf diesen Bumper. Kennen wir alle schon. Hier ein bisschen langsam durch. Da den Augen ausweichen, dieses Element. Und schon sind wir hier. Beim kleinen Daumen, so. Jetzt hier einmal durch, hier die nächsten Quetscher, einmal durch, zweimal durch, dann ist es alles kein Problem. Da schon wieder das nächste Windrad, sehr schön gemacht. Und ja, hier weiter runter, Bumpers ganz schnell abspringen, nicht zu lange auf dem Seil bleiben, dann ist es alles gar kein großes Ding. So, hier warten wir wieder, jetzt können wir durch, jetzt können wir durch. Und ja, bekommen schon wieder das nächste Windrad. So, hier. Auch wieder der nächste, kennen wir jetzt, war ja schon dreimal. Auch wieder ganz schnell halt eben den Propeller aktivieren, damit wir wissen, jetzt kommt es wieder dran. Jetzt hier ganz vorsichtig durch, immer ein bisschen runterfallen lassen. Hier mit Schlag drüber, damit wir hier nicht direkt, damit es uns in die Dornen rüber katapultiert, kennen wir auch schon. Hier einmal durch und wir haben eigentlich auch schon die Goldgrenze überfallen. Ja, mein Gott, das ging schnell. Und ja, jetzt geht es nur noch um eine schöne Platzierung. Hier, wenn wir das sehen, wissen wir auch wieder, kennen wir. Wir haben die 1000 Meter Marke. Ab auf Seil. Jetzt ganz eng immer nehmen, damit wir nicht zu viel Seitengeschwindigkeit haben. Und dann wieder auf den nächsten von diesen Bomben hier drauf. Zack, da haben wir sie schon. Jetzt wieder in die andere Richtung. Schnell hier den, ja, dem Windrad ausweichen. Und dann können wir uns auch schon. Entschuldigung, bin gegen das Mikro gekommen. Können wir uns hier weiter runterfallen lassen? Einmal hier drüber, kleiner Sprung, großer Sprung und dann ein später Sprung. Kennen wir auch schon alles. Hier orientieren wir uns dann wieder an Lums, werden wir sind sonst eigentlich echt gut ignorieren hier in dem Level. Wenn wir hier schnell genug durchgehen, können wir eigentlich auch die Augen fast ignorieren, weil ja, hier unten kommt ja dann eh die nächste Pause. So, jetzt kommt wieder hier der Dünndarm. Einmal schön durch. Haben wir geschafft. So, jetzt hier ganz schnell durch, weil ja, ist halt eklig. Und da schon die nächste Ekligkeit mit den Windrädern. Das hier sind noch die einfachen. Nachher kommen noch mal ein bisschen schlimmere. Einmal hier durch. So, jetzt hier wieder so ein bisschen Seitenverschiebung. Kein Problem. Und da sind sie jetzt die nächsten Freunde. Und ja, ich dachte eigentlich, mich zerbröselt hier, aber es sind ein paar Meter mehr, die es sind. Ja, ich werde es vielleicht nachher nochmal probieren. Allerdings, wie gesagt, heute ist Weihnachten, deswegen werde ich heute nicht ganz so lang machen. Und ja, dann heute eher mit der Familie feiern. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen, lasst euch recht beschenken. Mir reicht Rang 5 eigentlich für heute, das ist schön. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge vielleicht. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, ciao, ciao. Alles Gute.